Also, wenn du weißt, dass du nichts weißt, weißt du dann wirklich, was nichts heißt? Wenn du weißt, dass du nichts weißt, weißt du dann wirklich, was nichts heißt? Dieses Jetzt wird später nicht mehr sein, außer es wird dein neues Heim und du kehrst in dich hinein. Das, was du schätzt, wird in jenem Licht erscheinen, in dem du es hegst und es gedeiht, es sich bewegt und dich befreit. Zu guter Letzt ist dieses Leben Schliff am Stein einer Seele, dessen Träne ward geweint und zum Lächeln ward vereint. In gefestigter Präsenzstruktur verflüssigt sich das Sein als Schall und Rauch und schönem Schein. Wer hat die postkonventionelle Sicht erreicht? Und wer ging weiter, als es heißt? Wenn du weißt, dass du nichts weißt, weißt du dann wirklich, was nichts heißt? Wenn du weißt, dass du nichts weißt, weißt du dann wirklich, was nichts heißt? Wenn das wirklich beweist, was das Wirken bezeichnet, wer zeichnet die Wahrhaftigkeit? Aus dem Leichten, dem Seichten, den Gebeichteten und jeden, der im Kreis springt, wenn der Weit sinn, schau hin, sie bauen den Deich, singt, wenn die Flut zum Bewussten in die Städte eindringt. Wenn du weißt, dass du nichts weißt, weißt du dann wirklich, was nichts heißt? Sag, wenn du weißt, dass du nichts weißt, weißt du dann wirklich, was nichts heißt? Wenn du weißt, dass du nichts weißt, weißt du nur wirklich, was nichts heißt. Wenn du weißt, dass du nichts weißt, weißt du dann wirklich, was nichts heißt.